Das Patriarchat und die Geschichte vom Paradies. Warum gibt es heute viel mehr patriarchale Kulturen als matriarchale? Die seelischen Ursachen dafür werde ich anhand der biblischen Geschichte vom Paradies erklären, die zu den bekanntesten der Bibel gehört. Wie alle Geschichten hat sie einen Subtext, einen verschlüsselten Gehalt, der unsere unbewussten Wünsche und Konflikte anspricht und so erst ihre Faszination ausmacht. Um ihn, den Subtext, verstehen zu können, ist es notwendig, diese biblische Geschichte wie ein Märchen, eine Fiktion oder einen Traum zu behandeln. All das sind Geschichten, die einen Sinn haben müssen, sonst wären sie nicht erdacht worden. Nicht nur Kinder brauchen Märchen, auch Erwachsene. Davon lebt die Unterhaltungsindustrie. Alle Geschichten, auch trivial anmutende, haben ihre geheime Funktion, die ihrem Unterhaltungswert zugrunde liegt. Nehmen wir zunächst zur Veranschaulichung einen ganz einfachen Plot. Ein Held kämpft mit einem Bösewicht und besiegt ihn schließlich. Auf der bewussten Ebene identifizieren wir uns mit dem Helden, spüren Befriedigung bei seinem Sieg. Doch das kann nicht alles sein. Eine Geschichte mit nur guten Protagonisten, die nur Gutes tun, wäre langweilig. Die Handlung liefert viel mehr Befriedigungen, die wir uns selbst nicht gern eingestehen. Zunächst die aggressive Befriedigung aus der Niederlage und Bestrafung des Bösewichts. Dafür gibt es noch eine Rechtfertigung. Der Böse hat ja Strafe verdient, weshalb diese Genugtuung noch mehr oder weniger bewusst ist. Anders verhält es sich mit der Identifizierung mit dem Übeltäter. Alle Menschen wünschen die sozialen Regeln, die Last und Beschränkung sind, zu ignorieren und Böses zu tun. Allerdings passt das nicht zu unserem gewünschten Selbstbild, weshalb diese Identifizierung und die daraus gewonnene Lust verdrängt werden, also unbewusst bleiben müssen. Der Konflikt zwischen dem Helden und seinem Widersacher spiegelt so einen inneren Konflikt, den zwischen dem Wunsch, uns sozial konform zu verhalten und allerlei sozial abgelehnten Wünschen. Dieser innere Konflikt spielt sich in uns ständig ab. Wir haben die ermüdende Aufgabe, diese Widersprüche in unserer Person zu vereinen, unter ein Dach zu bringen. Dazu verdrängen wir manche Wünsche, nehmen sie nicht zur Kenntnis. Dauerhafter Verzicht fällt uns jedoch schwer, und hier setzt die Funktion der Geschichten an. Sie bieten wenigstens in der unbewussten Identifikation Befriedigungen, die wir uns im realen Leben versagen müssen. Doch zurück zur Bibel. Um die Befriedigung welcher unbewussten Wünsche geht es hier? Es müssen sehr verpönte sein, sonst würde Gott die Übertretung nicht so hart bestrafen und sie nicht die Erbsünde bedingen, für die alle Menschen mit dem Tod büßen müssen und schließlich sogar Jesus am Kreuz sterben musste. Sehr stark abgelehnte Wünsche müssen besonders gut verborgen werden. Verdrängung allein reicht da als Unkenntlichmachung nicht aus. Andere psychische Mechanismen, wie die Verkleidung in Symbolen und Aufspaltungen, werden zu Hilfe genommen. Zwei wichtige Bäume gibt es im Paradies: den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens. Wenn hier eine Aufspaltung vorgenommen wurde, wären die beiden nur ein Baum. Und was symbolisiert er? Goethe hat in Faust im Kapitel Walpurgisnacht, wo Faust und Mephisto mit Hexen tanzen, eine Deutung vorgeschlagen. Zitat Anfang. Faust mit der Jungen tanzend. Einst hatte ich einen schönen Traum, da sah ich einen Apfelbaum, zwei schöne Äpfel glänzten dran, sie reizten mich, ich stieg hinan. Die Schöne. Der Äpfelchen begehrt ihr sehr, und schon vom Paradiese her, von Freuden fühle ich mich bewegt, dass auch mein Garten solche trägt. Mephistopheles mit der Alten.
Einst hatte ich einen wüsten Traum, da sah ich einen gespaltenen Baum, der hatte ein ungeheures Loch, so groß es war, gefiel's mir doch, die Alte. Ich biete meinen besten Gruß dem Ritter mit dem Pferdefuß, halt er einen rechten Pfropf bereit, wenn er das große Loch nicht scheut. Zitat Ende. Der Baum der Erkenntnis stellt also eine Frau dar. Wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass ein Mann eine Frau erkennt, bedeutet das, die beiden haben Geschlechtsverkehr. Also Adam hat mit der Frau, die durch den Baum symbolisiert ist, Verkehr. Natürlich muss das Eva sein, eine andere Frau existiert ja noch nicht. Warum das so eine schreckliche Sünde sein soll, ist nicht klar. Gott hat ja Adam und Eva unmittelbar nach ihrer Erschaffung geboten, Zitat Anfang, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde, Zitat Ende. Um diesen Widerspruch auflösen zu können, müssen wir ein weiteres Detail ins Auge fassen, nämlich die Schlange, die Eva anstiftet, Adam den Apfel anzubieten. Der Name Eva wird einerseits mit dem hebräischen Wort für lebendig in Verbindung gebracht, da Eva die Mutter aller Lebenden ist, andererseits mit dem aramäischen Wort für Schlange. Nun müssen wir uns nicht für eine Möglichkeit entscheiden. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Verdichtung. Das heißt, beide Worte sind zu dem Namen Eva zusammengetreten. Gegenüber der Schlange stoßen wir auf einen weiteren Widerspruch in Jahwes Verhalten. Nachdem das Volk Israel ungehorsam war, schickte Gott ihm eine Schlangenplage. Schließlich erbarmte er sich aber. Im vierten Buch Moses, 21. Kapitel, Vers A heißt es, Zitat Anfang. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie zum Zeichen auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Zitat Ende. In Könige, Kapitel 18, Vers 3 und 4, wird über König Hiskia berichtet. Zitat Anfang. Und er tat, was dem Herrn wohl gefiel, wie sein Vater David. Er tat ab die Höhen und zerbrach die Säulen und rottete das Aschera-Bild aus und zerstieß die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu der Zeit hatten ihr die Kinder Israel geräuchert. Zitat Ende. Der Name der Göttin Aschera leitet sich vom semitischen Adr, heiliger Ort, ab. Verehrt wurde sie in Form eines Kultpfahls. Bis heute hat man neben etwa 1000 weiblichen Tonfiguren auch Inschriften in Gräbern und Privathäusern aus der Zeit zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert vor Christi gefunden, in denen neben Jahwe auch Aschera verehrt wurde, die daher vermutlich die göttliche Partnerin Jahwes war, und es ist wahrscheinlich, dass die Bildnisse dieser beiden Götter sogar bis zu seiner Zerstörung durch Nebukadnezar gemeinsam im Jerusalemer Tempel standen. Göttinnen im Mittelmeerraum und Vorderen Orient wurden oft durch Schlangen dargestellt. Ein Grund könnte ihre Fortbewegungsart ohne Beine sein, also mit dem Körper in unmittelbarem Kontakt mit der Erde. Die Erde wurde in der Bibel als Mutter betrachtet, von der wir kommen und zu der wir im Tod zurückkehren. Ein weiterer Grund ist die Häutung von Schlangen, weshalb sie als unsterblich angesehen wurden. Ein dritter Grund liegt in der Art der Nahrungsaufnahme. Schlangen verschlingen im Gegensatz zu anderen Raubtieren ihre Opfer in einem Stück, eine umgekehrte Geburt. Oft waren die Geliebten dieser Göttinnen die eigenen Söhne. Aschera war also wahrscheinlich nicht nur die Geliebte Jahwes, sondern auch seine Mutter. Ist die Geschichte von Adam und Eva also ein Duplikat der von Jahwe und Aschera? Allerdings wurde bei Adam und Eva etwas umgedreht.
Eva sei aus der Rippe von Adam gemacht worden. Sie sei also streng genommen seine Tochter. Neben Verdrängung, Spaltung und Symbolbildung ist Verkehrung ins Gegenteil ein weiterer Mechanismus der Unkenntlichmachung. An dieser Stelle ist die Geschichte schlecht komponiert. Die Verkehrung ist leicht zu erkennen. Eva ist ja die Mutter alles Lebendigen, daher auch die Adams. Das größte Tabu bezieht sich also nicht einfach auf Sex oder gar auf das Essen eines Apfels, sondern auf Sex mit der Mutter. Aber warum ist gerade das so schrecklich böse? Wir alle waren schon einmal im Paradies. Im Bauch der Mutter gab es keine offenen Bedürfnisse, keine Frustrationen. Die Geburt ist die Vertreibung aus diesem Paradies. Alle Menschen sehnen sich zurück. In der unbewussten Fantasie wird Sex mit der Mutter als dieser Weg zurück betrachtet. Allerdings würde das eine totale Wiedervereinigung mit der Mutter und damit einen Verlust der eigenen Individualität bedeuten, was heftige Angst, Todesangst auslöst. Hier kommt der Vater ins Spiel. Seine Aufgabe ist die Verhinderung des Inzests, das Verbot, die Strafandrohung, der Cherub mit dem Schwert, der den Eingang zum Paradies bewacht. Doch damit nicht genug. Die Angst, die eigentlich dem eigenen Wunsch gilt, wandelt sich projektiv zur Angst vor der Mutter, dem so sehr begehrten Objekt, das so als gefährlicher Dämon, als Raubtier, das einen fressen wird, als Schlange angesehen wird. So kam es zu folgender Gleichsetzung. Mutter, Frau ist gleich Apfelbaum, ist gleich Schlange, ist gleich Teufel. Es fehlt nur noch die Ersetzung der ursprünglichen weiblichen Muttergöttin, die ja zum Teufel geworden ist, durch einen Vatergott. Dieser muss in seiner Eigenschaft als Verhinderer der ersehnten Rückkehr streng, ja grausam sein. Alle Frauen sind fortan eine schreckliche Versuchung. Je mehr Angst der Mann vor seinen Wünschen hat, desto gefährlicher erscheint ihm in seiner Projektion die Frau und desto entschiedener muss diese unterdrückt werden. Das Patriarchat ist konstituiert.